Willkommen im nächsten Part von The Legend of Zelda Gardens of Wisdom. Hier im letzten Dungeon vermutlich. Den letzten Dungeon, den wir noch erledigen müssen, bis wir zu Ganon vordringen können. Immer noch auf der Suche nach dem sagenumwobenen Sumaria-Stab, nachdem wir endlich das Masterschwert im letzten... Das war doch im letzten, oder? Vielleicht im letzten Part gefunden haben. Schon wieder irgendwie lang her, irgendwie auch nicht. Und bitte kann ich mich nicht treffen lassen. Bitte. Bitte. Eieiei, und wir sind hier direkt in einem kritischen Raum. Da kann man ja kaum eine Einleitung halten. Uah. Wird direkt wieder von hinten abgestochen hier. Oh, God dang it. God dang it. Die große Truhe, das kam jetzt ziemlich passend. Ich habe im letzten Part die große Truhe angekündigt. Die kommt ja echt zum perfekten Zeitpunkt. Aber wir haben noch keinen großen Schlüssel. Das heißt, ich bin natürlich direkt den falschen Weg entlang gegangen. Aber was denn auch sonst? Den richtigen Weg? Puh. Was für ein Witz. Ich würde aber trotzdem gerne runtergehen, weil kann ja sein, dass da irgendwas ist. Verschlossen? Was? Fick dich, gib mir den großen Key. Oh yeah. Können wir denn da unten rechts irgendwas machen? Ich wäre schwer für einen großen Key. Ja? Nö. Und da rechts, da ist nichts. Okay. Also der Raum ist hauptsächlich nur für den großen Key. Für den großen... die große Truhe. Dann verpissen wir uns mal ganz schnell, weil... Oh Junge. Die Viecher sind schon ganz schön nervig. Die Strahlenzyklopen. Dann machen wir hier wieder weiter, wo es wieder die verdammte Hand gibt. Die uns die ganze Zeit den Tag vermiesen will. Ach, und perfekt. Diesmal bin ich der Angreifende. Und krieg trotzdem Schaden, aber egal. Okay, da waren wir schon. Wir waren aber noch nicht in den Löchern. In den Startlöchern. So, den drei. Moin. Ach, na super, es gab ein richtiges. Gut, dann gehen wir da als nächstes rein. Ach stimmt, wir haben ja den Hammer. Ganz vergessen, es ist ja nicht der erste. Hi, es geht. Schönen Tag. Tschüss. War nett mit euch. Eben diese Link-Fans. Die laufen dem immer kreischend hinterher. Werfen sogar den Kopf nach ihm. Nur um ihn mal ganz kurz sehen zu können. So, was wollte ich hier machen? Hier wollte ich gar nichts machen. Nee. Und hier ist dann auch nichts. Okay. Ich wollte ja bloß... Oh! Nice, Alter. Was wird's sein? Hier. Ach, ich dachte, das wäre so ein Loch, was angezeigt wird, wo ich runterfalle. Okay. Geil, Alter. Dann ist es sogar noch ein großer Key. Ein kleiner Key. Dann hat es sich ja sogar gelohnt, darunter zu fallen. Tatsächlich. Und um natürlich in dem Gegner zu spawnen. Das war auf jeden Fall eine kluge Platzierung. Ich kann mohren, Alter. Jetzt mal ehrlich. Also wir haben jetzt zwei Orte, die wir uns vormerken müssen. Mindestens zwei. Wenn nicht sogar auch die drei Löcher, die... Drei... Oh, ja. Wir gehen erstmal hier hoch. Nochmal ganz kurz die anderen drei geilen Teile hier bekunden. Mal kurz schauen. Mhm. Ja, da stinkt es zwar ein bisschen so nach Scheiß, aber das ist ein gutes Loch. Das ist ein gutes Loch. Ein sehr, sehr schönes Loch. Gucken. Was befindet sich denn da so ein bisschen den Weg hoch? Ah, okay. Eine abgeschlossene Truhe.
Are you kidding me? Na gut, dann gehen wir halt eben nochmal. Och nee. Das finde ich jetzt ein bisschen lame, weil... Ich meine, wir waren da doch gerade schon unten. Aber stimmt, das hätte ich ja voraussehen sollen. Ja, das hätte ich voraussehen sollen. Und meine Strafe ist jetzt Schaden zu bekommen. Übrigens, ich finde sowas total bescheuert. Ich finde es immer dumm, wenn man nicht drauf achtet, so ob man in einem Gegner reinspawnt, weil offensichtlich bekomme ich Schaden dadurch und wenn das Rätsel dann auch noch daraus besteht, dass du Glück haben musst, das Richtige zu erwischen, dann ja, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Lass mich mal ganz kurz die hier besiegen. Also vielleicht bekomme ich ja noch ein Herz oder so. Ne? Genau wie das hier. Das ist für meine Herzensammlung. Sehr, sehr essentiell. 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 Alter, dieses Wort. Sorry, das hat gerade mein Gehirn gekillt. Das Wort. Ich müsste es gerade irgendwie tausendmal aussprechen, um zu wissen, so, hey, warte. Wie geht es? Da oben geht's nicht, sondern hier lang. Oh boy. Diesmal dran denken, Schalter umdrehen, umlegen. Und dann können wir da lang. Und dann können wir den Weg nochmal laufen, ne? Das ist auch noch, wie gesagt, ein wenig nervig. Noch Schaden bekommen. Ich würde auch nochmal ganz kurz hier. Ich weiß ja, dass die hier spawnen. Ich... Ja, jetzt. Willst du mich verarschen? Ich hab den gerade... Junge, fuck you! Ah, und er dreht sich um natürlich. Fuck you, Alter. Fuck you. Ich wollte gerade eigentlich Leben auffüllen und nicht Leben verlieren, alle. Boah, Alter, was für eine Scheiße. Ja, natürlich gibt er mir eins. Oh, weißt du, die Teile sind so easy zum Leben auffüllen. Und dann passiert mir sowas. Ach, fuck. Muss ich dazu noch was sagen? Irgendwas? Ich fühle mich verarscht. Die sind wirklich keine schweren Gegner. Aber wirklich nicht. Zum Leben auffüllen sind sie super. Und ich würde das auch ganz gerne machen. Jetzt mal ganz kurz Leben auffüllen, weil es jetzt auch nötig wird. Dadurch, dass ich jetzt hier gerade gestorben bin und eine Fee verbraucht habe. So, noch eins und dann können wir weiter. Das ist jetzt so ein bisschen Metroid-Farming, aber was willst du machen? Die Art und Weise, wie man hier Leben verliert, ist schon ein bisschen unfair. Und da, ganz ehrlich, da will ich dann doch lieber ein paar mehr Leben haben, wenn ich wieder zurückgehe. Oh my god, okay, man sieht es mit der Truhe. Trotzdem hätte ich es nicht voraussehen können, ganz ehrlich. Das ist das, welches Loch jetzt das Richtige ist. Das hätte ich beim ersten Mal nicht sehen können. Und wird ja wirklich Ewigkeiten zurückgespawnt hier. So. Fuck you. Bin ich eigentlich vollkommen verarschen? Ich dachte, da wäre jetzt zumindest ein kleiner Schlüssel oder sowas, aber nicht mal das. Bomben. Oh mein Shit, Junge. Ey, das ist ja so eine Verarsche, ganz ehrlich.
bin halt gerade so fucking beleidigt, Alter. Nee, Alter, was war das jetzt? Komm schon, ey. 10 Bomben für so einen Scheiß. Dafür hat man extra den Schalter umgedreht, ne? Den ganzen Rest. Das war jetzt wirklich... Alter, das war jetzt echt die Verarsche. Dafür wieder 10-mal Schaden bekommen. Ich weiß ja nicht, ob es das Ganze wert war. Irgendwas sagt mir nein. Und irgendwas sagt mir, dass ich mir wieder Leben auffüllen muss. So, 2 Stück. Das ist doch super. Und jetzt noch einmal warten und dann haben wir's. Na gut, okay. So, diesmal verändere ich die 469. Lass uns mal links lang gehen. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Ja, oder doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hier kommt mir bekannt vor. Ich glaube aber, da kommt man nicht so durch, aber irgendwie... Ich muss es testen. So, hier auch nicht, aber... Na, ihr wisst ja. Dann gehen wir halt stattdessen unten lang. Meinetwegen, Spiel. Könnt auch glatt einen Bombjump darüber machen. Da könnte ich ein bisschen Sequence breaken, vielleicht. Oder nicht Sequence, aber... Ein bisschen den Dungeon breaken. Autsch. Hier können wir auch nicht. Beziehungsweise, ja, lohnt sich nicht. Oh. Ah, ja. Ich finde es immer super, dass die Bombe, beziehungsweise die Explosion der Bombe, auch nochmal schön mitfährt. Mit dem Fließband. Dass die da nicht mal irgendwie sich so denkt, ja, ich bleib mal an derselben Stelle. Nein, die macht sich lieber so. Yeah. Zeit. Hat auch keine Lust, mich hier runterschlagen zu lassen. Noch einer. Finde ich auch ganz geil. Ja, die Frage ist jetzt, ist das mit dem Schalter absichtlich? Wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, ich werfe da eine Bombe hoch, nachdem ich das Ding eingeschalten habe und dann haben wir das. So, perfekt. Und dann noch ganz schnell. Ich hoffe, das reicht. Die gehen ja immer recht schnell aus. Natürlich kommt jetzt genau einer von denen. So, bitte sag mir, dass es das wert war. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Aber so offensichtlich, wie das Spiel mir hier sagt, dreh den Schalter um, drück den Schalter, das muss einfach das Richtige sein. Das Spiel kommuniziert hier auf einer Ebene. Die Skeletten. Ja. Och. Jedes Mal falle ich drauf rein, aber auch. Na gut. Das Spiel denkt vielleicht, dass ich keine 2 Herzen übrig habe dafür, aber 2 Herzen für den Schalter im Boden, die habe ich auf jeden Fall. Jetzt gib mir endlich den Master Key. Ich möchte ihn endlich haben. Ich bin den Sumaria-Stab endlich. Sumaria-Stab und nicht noch eine Post-Truhe. Mann! Lass mich verarschen. Ey, dieses Spiel verarscht mich, ganz ehrlich. So langsam, also... It's Lurk, you need a big key. Mm.
Ey, willst du mich verarschen? Willst du... Alter. Ja, ja, bleib da unten, ja, sehr gut. Wie nett von dir. Scheiß Skeleton. Es gibt mir bitte endlich den fucking Master... Oh, und es war halt wirklich so, ihr scheiß Arschlöcher. Wenn das jetzt jemand nicht gemacht hätte. Und das hat sicher jemand nicht gemacht. Oh Gott, tut er mir leid. Shit. Oh, jedes Mal. Also die Viecher regen mich auf. Diesem scheiß Elektrodreck. Die können ja auch, die verstecken sich ja immer in der Wand. Also mehr oder weniger in der Wand. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah, und jetzt habe ich schon wieder Schiss, wo soll ich lang gehen? Ich weiß es nicht. Massentötung. Danke, Spiel. Okay, wisst ihr was? Bevor ich da jetzt durchgehe, gehe ich doch nochmal zurück, weil ich glaube, der andere Gang, der ist bloß dieser eine Raum hier jetzt unter uns. Deswegen lohnt sich nicht. Alter, die... Ganz ehrlich, die machen so aggressiv, die Viecher. Oh ne, und wir müssen nochmal. Dang it. Gut, dann... Hoffe ich, dass ich mir dadurch wenigstens Leben auffüllen kann. Oh, Leben. Apropos Leben. Das hier wird eine ziemlich geile Geschichte. Sobald uns dieses Viech hier erstmal entgegenkommt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich muss jetzt da und dann da, okay. Dang it. Oh my shit, Junge. Wenn dieser eine Strahlenzyklop nicht wäre. Und seht ihr den Gegner da oben? Ach nee, jetzt ist er wieder normal. Der war gerade übelst verglitscht. Der rote. Ah, sehr gut. So einen Key. Da mache ich doch alles. So, euch hole ich auch noch, damit ich hier weiß, dass hier auch nichts ist. Denn wir wissen alle, das Spiel setzt gerne irgendwelche Verstecke dort. Und auch wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen müssen, die umzubringen, lohnt es sich... Oh, halt's Maul! Lohnt es sich, diese Kackviecher umzubringen für eine Fee. Für eine fucking Fee. Okay? Mehr will ich nicht. Danke. Doch im besten Fall mal besser aus dem Weg. Der war beim letzten Mal da. Okay, ja gut. Oh, ja. Ich könnte ausrasten, wenn ich Magie nutzen muss, ne? Oh Mann. Jetzt kommt er gleich zurück, ja? Perfekt. Brauchen wir eine? Ja. Wisst ihr was, den einen machen wir trotzdem noch.
Hör auf, dich zu bewegen. Danke. Ich habe ja schon voller Leben. Ich frage mich, warum. Ja, perfekt. Ein bisschen Magie haben wir bekommen. Und dann können wir den auch nochmal angreifen. Ist ein bisschen blöd wegen der ganzen Sache hier, aber na gut. Hauptsache eine Fee in der Flasche, Mann. Das ist genau das, was ich will. Komm zu mir, danke. Keep it precious. Und verliere direkt ein Leben. Bam, bam. Bam. So, und hier können wir jetzt weiter mit dem Hammer. Üblicherweise. Was machst denn du hier? Hey. Ich will halt schon durchgehen, bevor ich es überhaupt aufgemacht habe. Richtig ungeduldig. Immer noch kein Hammer. Ich meinte großer Schlüssel. Ich sag ja, der lässt einfach ewig auf sich warten. Aber das Gute ist, wir bekommen zwei große Truhen dadurch. Also mal gespannt. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Hm, okay. Okay, eine Truhe, das hört sich schon mal ganz gut an. Oh, nice, eine Fee. Das kommt wie gerufen. Ein Schlüssel. Na gut. Oh. Oh. Dang it. Dann war ich sogar beim Falschen. Okay, es war ja zumindest keine schlechte Idee, zuerst nach links zu gehen, weil das der erstbeste Weg war. Sehr gut. Und wir mussten sie sogar killen, das heißt, ich bin doppelt glücklich. Mir fällt gerade was ein. Wir haben immer noch kein... Ihr wisst schon, die Silberpfeile. Die brauchen wir ja theoretisch, um an Gen durchzukommen. Wenn der Bosskampf noch derselbe ist. Und ich glaube, der war noch derselbe, mehr oder weniger. Also nicht ganz derselbe, das kann ich schon mal so spoilern. Aber wie genau der jetzt genau aussah, weiß ich nicht mehr. Ist der jetzt mit dem, oder? Ah. Ah, die kann man schieben. Ah, das ist gar nicht so schlecht, Alter. Clever. Irgendwie habe ich Lust, die ganzen Statuen anzuschießen. Kann ja sein, dass da was ist. Natürlich. Hallo? Controller, hallo? Okay. Der große Key. Mit diesem Key kannst du endlich die großen Truhen öffnen. Oh yeah. Ich hoffe, mein Gamepad geht jetzt nicht aus, so während dem
zocken. Das wäre ein bisschen kacke. Also im Sinne von, oh, ich bin leer. Tschüss. Mach deinen Scheiß alleine. Ach, das war die Tür, die aufgegangen ist. Ja, gut. Die Musik, die kriegt mich jedes Mal. Okay. Wir bewerfen jetzt einmal ganz kurz die hier, weil lohnt sich. Ne, ein paar Leben. Und dann auf jeden Fall in diesem Part werden wir noch zu einer der zwei großen Truhen gehen. Mindestens. Weil es sich lohnt. Ich glaube sogar ganz kurz hier Leben auffüllen. Das lohnt sich ebenso. Natürlich, der überlebt's. So, magisches Pulver ausrüsten und los. Perfekt. So, die können wir direkt snacken. Und weiter geht's. Das nenne ich mal Luck. Keiner von denen ist elektrisierend geworden und keiner hat nochmal losgeschossen. Finde ich gut. Und da haben wir sie, die große Truhe. Oh, yes. Ein Herzteil, das ist auch geil. Nur noch zwei Stück. Also ich weiß, dass es noch zwei Stück sind, man sieht es nicht. Aber es sind noch zwei Stück. Und das ist geil. Das ist richtig cool. Jetzt fehlt halt nur noch das Dungeon-Item. Und ich meine, ja, natürlich ist es da nicht drin gewesen. Hat man sich das auch so denken können. Dass es nicht in der erstbesten Truhe sein wird. Aber schon geil genug, Alter. So, du wirst auch nicht verschont. Das ist halt jetzt nur noch die eine Frage. So, wo sind die letzten beiden dann auch? Also die Frage, die wir uns bald stellen, aber nicht jetzt. Jetzt erstmal die Freude, Alter. Mit der großen Truhe. Und wie kommen wir da bitte durch? Achso, ja, klar. Doch gar nicht so schwer. So, ganz kurz die Bombe hinwerfen und dann... Wir müssen nämlich die Bombe hinwerfen, weil wir ja sonst nicht zurückkommen. Ja, wie ihr seht, da ist auch abgesperrt. So, und ich glaube, unten waren wir schon, ne? Das war jetzt eher unwichtig. Ah, ne, wir müssen aber nochmal runter wegen dem Schalter. Ja, ich glaube, wir werden die andere Truhe dann im nächsten Part öffnen und dann haben wir zumindest die eine hier jetzt gemacht. Aber einen kleinen Weg möchte ich noch laufen. Vielleicht schaffen wir es noch bis zur Truhe, bevor wir 30 Minuten erreichen. Ups. Oh, nee. Weißt du, da gucke ich auf die Uhr und dann war's das. So, aber wie ich mich kenne, mache ich sowieso noch bis zur Truhe mindestens. Du gibst mir ein Herz, sehr gut. Habe ich direkt gebraucht, plus eins. Na, ihr könnt mir doch auch noch gerne eins geben. Ihr könnt mir gerne auch eins geben.
Ich werde nicht gehen, bis ich eins habe. Danke. Es hat mir nichts gebracht, aber ich wollte es trotzdem haben. So, und wo war jetzt der weitere Weg? Hier runter wieder und dann... Ja, dann stimmt. Die Truhe war ja da rechts. Also, war die da? Oh, Gott, dang it. Ja doch, die war da, die war da. So, ich will eigentlich jetzt so schnell wie möglich da jetzt durch. Ich will jetzt so schnell wie möglich die Truhe haben, weil ich will wissen, ob da jetzt endlich ein Sumaria-Stab ist. Den Cliffhanger, den gebe ich euch. Nicht so schnell. Nicht so langsam. So, tschüss mit dir. Oh nein, bitte sag, dass es richtig eingestellt war. Bitte, 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 bitte. Oh, zum Glück. Und wir waren den falschen Weg. Nein. Dang it. Oder? Oder war das der richtige Weg? Oh, ich weiß es doch nicht mehr. Okay, wisst ihr was? Wir beenden den Part hier. Ich habe gerade keine Ahnung, ob das der richtige Weg war. Ich glaube nicht. Oh, Mann. Ja, da war doch nur der Schlüssel da links. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part und gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu dem einen Raum, wo die zwei Türen waren. Und dann sehen wir uns da gleich wieder. Und ich glaube, da war das irgendwo. Also... Bis zum nächsten Part und ciao.